Jo Leute, was geht? Ich bin's ja, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video hier aus Japan. Und zwar dachte ich mir, wir werden heute zusammen shoppen gehen. Und zwar ist die Rede von viralen Skincare- und Beauty-Produkten hier aus der japanischen Drogerie. Hier gibt es nämlich so viele, die unfassbar gehypt sind auf TikTok und so weiter. Und ich dachte mir, die gehen wir mal zusammen shoppen. Ich würde mal gerne wissen, wie die so sind. Und dann nehme ich euch mit. Auf jeden Fall gibt es hier auch einen sehr bekannten Kosmetikladen übrigens, der nennt sich Cosmi. Meistens findet man auch davon das Logo auf gehypten Produkten. Da steht dann auch Platz 1 und so weiter und wann es den ersten Platz bekommen hat. Weil die verleihen so Awards für die einzelnen Produkte, gehen nach Bewertungen, nach Meinungen der Kunden. Und in dem großen Cosmi-Laden zum Beispiel findet man angeblich auch alles aufgereiht nach Plätzen und ja, was momentan so gehypt ist. Aktuell. Richtig cool. Auf jeden Fall nehmen die das sehr ernst hier. Und ich möchte das gerne mal ausprobieren und mal mich davon selbst überzeugen, was es hier alles so gibt. Lasst mich unbedingt wissen, ob ihr auch noch einen zweiten Teil sehen wollt. Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben dabei, sagen wir mal. 8000 Daumen nach oben, weiß ich Bescheid. Und schreibt mal gerne eure Drogerie-Empfehlungen unten in die Kommentare. Habt ihr irgendwas, was ihr mir voll empfehlen könnt aus der deutschen Drogerie? Dann lasst es mich unbedingt wissen. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Let's go! Okay, Leute, gehen wir mal eben kurz zu Don Quixote, denn dort findet man eigentlich die gehyptesten Sachen immer. Und checken das mal eben aus. Hier gibt es super viel Auswahl an Sonnencremes und ganz, ganz andere teilweise. Welche, die auf Wasserbasis sind und welche, die man sich einfach aufsprühen kann. Das ist zum Beispiel sehr, sehr beliebt. Aber was ich gerade gefunden habe, ist das hier. Sogar mit Mumins drauf. Oh mein Gott. Es gibt hier auch Sonnencreme, die man sich auf die Haare sprühen kann, beziehungsweise auf den Kopf halt. Ich kriege da auch super oft einen Sonnenbrand. Deswegen, sowas feiere ich, sowas brauche ich. Das ist auch alles 50+. Das ist auch eine super beliebte Marke. Die kaufen alle hier. Die Sachen von dieser Marke hier sollen auch sehr gut sein. Meistens, wenn da eine 1 ist, weißt du, dass es super gehypt ist aktuell. Okay, man kann sagen, das ist quasi das japanische Essence. Das ist auch eine super bekannte japanische Marke und auch sehr beliebt. Aber ich finde, man hat so viel Auswahl, man weiß nicht, wofür man sich entscheiden soll. Diese Shampoos hier sind auch mal viral gegangen auf TikTok, habe ich gesehen. Und ich finde die echt gut. Die schäumen richtig gut. Die riechen verdammt lecker. Also das ist ein mega nice Shampoo. Und die Inhaltsstoffe sollen auch richtig gut sein. Und die haben so viele verschiedene Varianten hiervon. Die habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Die sind ja auch viral gegangen auf TikTok. Die ist echt gut. Die kostet eigentlich 836 Yen mit Steuern drauf. Ansonsten 760. Cleansing Oil hier ist auch super beliebt und das habe ich auch, das habe ich schon fast aufgebraucht, weil es so gut ist. Und hier gibt es auch noch irgendwie eine andere Sorte davon, die habe ich auch noch nie gesehen. Oha! Und Leute, da bin ich wieder! Nicht wundern, warum ich jetzt hier bin, wieder in Deutschland, in meinem Hintergrund. Es liegt einfach daran, dass in der Unterkunft in Japan das Licht nicht so toll war und ich dachte mir, warum mache ich das nicht einfach wieder, wenn ich zurück bin? Deswegen nicht wundern, aber keine Sorge, es kommen noch Vlogs und so weiter. Also seid gespannt. Aber jetzt kommen die Sachen, die ich mir so geholt habe. Und zwar fangen wir mit dem Besten zuerst an. Masken, Masken, Masken. Ich liebe Masken aus Japan oder generell aus Asien, weil da ist einfach so viel Produkt drauf. Also ihr kriegt wirklich in Serum getränkte Masken.
Masken. Auf jeden Fall habe ich mir einmal welche in Sakura Edition mitgenommen. Dann diese hier. Die sehen ein bisschen unscheinbar aus, finde ich. Aber die sind ultra gehypt und sehr viral gegangen. Auf TikTok und so weiter. Die sind made in Japan. Das sind solche Reismasken. Und ich muss ehrlich sagen, die sind so gut. Vor allem, wenn man empfindliche Haut hat. Die brennen null. Und ich habe das Gefühl, die machen bis zum nächsten Tag das Hautbild direkt besser. Und die werde ich einfach mal ausprobieren. Da stand neu drauf. Und ich meine, da sind 30 Masken drin. Richtig viel. Dann habe ich mir noch die hier mitgenommen. Die versprechen angeblich 8 Stunden Schlaf in 8 Minuten. Die habe ich schon angebrochen, Leute. Das ist meine zweite Packung. Also, ja, mit den 8 Stunden Schlaf in 8 Minuten. Ich weiß nicht so ganz, aber ich weiß, dass die gut sind für die Haut. Zumindest für mich. Kommen wir jetzt zu gehypten Cleansern, Tonern, whatever. Und zwar erst einmal das hier. Das ist super beliebt. Ich glaube, schon meine zweite Flasche. Das habe ich schon mal benutzt und das hat mich überzeugt. Kostete gar nicht so viel und da ist richtig viel Serum drin. Ist richtig dickflüssig. Dann habe ich mir so eine Hydrating Lotion geholt. Das ist ein bisschen, ja, wie so eine Art Toner, aber auch ein bisschen wie ein Serum, aber leichter. Also nicht so dickflüssig. Und das habe ich mir geholt, weil ich gehört habe, das soll gut sein gegen Pickel, zum Beispiel auf der Stirn und so weiter. Dann habe ich mir so eine Clear Lotion mitgenommen von dieser Agnes Marke. Ich hatte auch den Cleanser davon schon benutzt in Japan, aber das hat mich nicht allzu sehr überzeugt. Also es hat nichts wirklich getan für meine Haut. Sagen wir es mal so, ich habe keine Besserung, aber auch keine Verschlechterung gesehen. Aber mal gucken, wie die Lotion so ist. Die wollte ich jetzt noch nicht anrühren. Das mache ich hier in Deutschland dann und probiere sie aus. Aber ich brauche sowieso ein paar Toner, wollte da rumprobieren und deswegen habe ich mir das hier mitgenommen. Ich glaube, das ist so eine Art Toner. Ist wieder so eine Mischung aus Toner und Serum quasi. Dann, was super beliebt ist, ist diese Hatomugi Skin Conditioning Milk. Die habe ich auch schon das zweite Mal mir geholt. Mag ich. Ist wie so, ja, extra Feuchtigkeit für deine Haut. So eine Art Feuchtigkeitscreme, aber in leichter. Aber was ich noch nicht vorher benutzt habe, ist dieser Hatomugi Skin Conditioner eher in Toner-Variante, Lotion-Variante, in dünnflüssig, in so einer Flasche. Das wollte ich jetzt diesmal ausprobieren. Und dazu habe ich mir diese gehypten Tücher hier geholt. Vielleicht habt ihr ja schon mal gesehen in so koreanischen Skincare-Videos, japanischen Skincare-Videos. Diese Pads hier tunkst du komplett ein in deinen Toner. Also die sind komplett dann feucht und die tust du dir auf dein Gesicht und lässt es erstmal einwirken. Mega nice. Die sind super beliebt. Die kosteten nur ein paar Cent. Ich glaube so 30 Cent oder so die Packung. Dann habe ich mir noch einen Soothing Toner geholt von Anua. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Ist aber made in Korea. Also in Japan findest du sehr viele koreanische Produkte auch, weil die das auch sehr gerne mögen. Also findest eigentlich beides immer gemischt in den Läden. Deswegen, ja, ich wollte das auch mal ausprobieren. Dann habe ich von Momopuri, auch sehr beliebt, diese Skin Milk hier mitgenommen. Ging auch übelst viral. Riecht extremst nach Pfirsich. Habe ich auch schon benutzt. Mag ich. Aber es ist nichts für tagsüber, finde ich. Also zumindest für mich nicht, weil es so arg feuchtigkeitsspendend ist. So eine Art Toner, Serum, kann man sagen. Also ein bisschen dickflüssiger. Dann, was super wie reingegangen ist, sind diese Cleansing Oils. Auf TikTok habe ich die überall gesehen. Und zwar einmal das Speedy Cleansing Oil von Softimo. Und das hier habe ich neu entdeckt. Das habe ich direkt mal mitgenommen, um es auszuprobieren. Und zwar das Deep Cleansing Oil. Habe ich vorher noch gar nicht gesehen, deswegen bin ich mal gespannt, wie das ist. Aber das ist schon mal richtig gut. Das nimmt wirklich alles runter. Dann von Bior. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Biore, keine Ahnung. Auf jeden Fall diesen Make-up Remover. Mal gucken, wie der so ist. Und von derselben Marke habe ich einen Marshmallow Whip Cleanser mitgenommen, der feuchtigkeitsspendend sein soll. Da kommt so ein Schaum raus und ja, die wollte ich auch mal gerne ausprobieren. Die Vitamin C Produkte sind unfassbar beliebt und das ist auch viral gegangen von dieser Marke hier. Einmal die Waschlotion. Finde ich übrigens mega, schon das zweite Mal, dass ich mir die geholt habe. Hat auf jeden Fall meiner Haut geholfen. Dann einmal die Milano CC Brightening Lotion. Die ist auch super gehypt im Internet. Und dann habe ich mir einmal diese höher konzentrierte Version geholt. Das ist so eine Art Serum wieder, so eine Creme. Das soll auch sehr gut sein. Es soll sogar eigentlich besser sein als das hier, habe ich gehört. Dann habe ich mir diese Pear Acne Creme noch mitgenommen. Ein zweites Mal wieder. Ist auch sehr beliebt, sehr gehypt. Viele schwärmen davon. Ich kann das nur bestätigen, Leute. Wenn ihr so dickere Pickel habt, dann nehmt ihr so ein bisschen mit einem Wattestäbchen und dann packt ihr das da drauf und dann wird es direkt am nächsten Tag besser. Zweimal auftragen und das ist weg. Dann habe ich mir diese gehypte Augencreme hier mitgenommen. Die hat auch wieder hier eine 1. Das heißt, Bestbewertung, hat einen Award bekommen, ist sehr beliebt bei den Leuten. Und Sonnencreme fürs Gesicht und die feiere ich übelst. Da hat man auch so viel Auswahl wie Foundations einfach. Also ich habe noch nie so viel Sonnencreme gesehen, Leute, für alles Mögliche. Ich habe mir sowas auch mitgenommen, was man sich oben auf den Kopf sprühen kann, weil das brauche ich, ohne dass es die Haare fettig macht oder sonst was. Dann habe ich mir so ein UV-Protect-Spray mitgenommen in so einer Dose mit Mumins drauf.
Dann habe ich von Skin Aqua dieses Super Moisture UV-Gel mitgenommen. Alles 50 plus, soll sehr gut sein, auch fürs unters Make-up. Anessa ist auch sehr beliebt und davon habe ich mir einmal eine mitgenommen und noch von dieser Marke hier, die heißt Ellie. Und das ist auch so ein Gel. Mal gucken, wie die so sind. Dann habe ich mir so ein Cleansing Balm geholt. Das ist auch das zweite Mal, dass ich mir das jetzt geholt habe, weil online habe ich das nicht gesehen von der Marke. Ist aber aus Korea und das fand ich auch schon mega gut. Es nimmt wirklich alles runter. Wenn ich keine Lust habe auf ein Cleansing Oil, nehme ich ein Cleansing Balm. Und ja, dein ganzes Make-up geht runter, alle Produkte. Dann habe ich mir noch diese Creme hier mitgenommen. Die soll auch sehr gut sein, sehr feuchtigkeitsspendend. Eine normale Alltagscreme. Und was ich absolut liebe und was ich finde vollkommen den Hype wert ist, sind diese Senka Beauty Foams, Leute. Die sind so gut. Oh mein Gott, ich habe mir gleich mal Nachschub geholt. Die sind auch gar nicht so teuer. Auf jeden Fall habe ich mir einmal die Kollagen-Variante hier mitgenommen, weil ich gehört habe, dass die sehr gut sein soll. Die habe ich jetzt auch schon weiche benutzt. Muss ehrlich sagen, die hat die hier eigentlich für mich so gut wie abgelöst. Aber die finde ich trotzdem ganz gut. Deswegen habe ich mir nochmal eine davon mitgenommen. Das ist diese Medical-Variante. Das heißt, die ist eigentlich eher so für Haut mit Pickeln. Dann immer sowas mit dazu holen. Das ist so eine Art Schwamm. Kann man sagen, da drin ist so ein Netz. Da drüber ist so ein Tuch. Und dann gibt man das Produkt drauf. Gar nicht mal viel. Man braucht echt nicht viel. Dann nimmt man Wasser und dann verreibt man das erstmal so richtig kräftig. Und dann zieht man das Ganze ab und dann kommt hier so ein riesen Schaum raus. Und damit macht ihr dann euer Gesicht sauber, nachdem ihr zum Beispiel ein Cleansing Oil benutzt habt. Dann natürlich Thema Haare, Leute. Darf nicht fehlen. Jetzt kommen wir zu viralen Haarprodukten. Und zwar einmal dieses Honey Shampoo. Ich habe es mir jetzt endlich mitgenommen, weil sonst war es mir echt zu schwer. Dann habe ich mir noch zwei Haaröle mitgenommen von der Honey Marke. Einmal mit Winnie Pooh drauf und einmal in Sakura Edition, also Kirschblüten Edition. Das eine ist Moist Repair Oil und das andere ist Deep Moist Hair Oil. Ich habe schon mal so ein Haaröl benutzt und ich liebe sie. Die duften auch wieder so gut, als hätte man irgendwie ein Haarparfüm auf dem Haar. Dann habe ich mir von Fino, kennt ihr wahrscheinlich, die Haarmaske hier mitgenommen. Und das Haaröl, was auch sehr gut sein soll. Das wurde ja schon übelst auch hier in Deutschland gefeiert. Aber ja, das gibt es hier auch noch, das Haaröl. Dann habe ich mir von Momori diese Haarcreme mitgenommen. Die soll auch sehr gehypt sein. Mal gucken, ob die auch so lecker nach Pfirsich duftet. Dann habe ich mir diesen gehypten Haarwachs-Stick mitgenommen. Also ich weiß nicht so genau, ob das aus Wachs gemacht wurde, aber ich glaube schon. Ich habe ihn auf jeden Fall auch schon mal ausprobiert und fand ich sehr gut. Hat geholfen. Und zwar, um die Babyhaare hier wegzumachen. Dann habe ich mir diese Haarmilch hier mitgenommen. Die soll auch sehr gehypt sein. Keine Ahnung. Also ich dachte mir, ich probiere das einfach mal aus. Dann habe ich mir so einige Paletten mitgenommen, weil ich liebe die Eyeshadow-Paletten dort, weil die sind so pigmentiert. Aber man findet eigentlich immer nur dieselben Töne. Also entweder so braun, Orangetöne, bis hin zu pink, was so voll meins ist, und so Beige-Töne und so. Aber so richtig krasses Make-up, wie hier zum Beispiel, so richtig knallige Farben findest du dort eigentlich gar nicht. Außer wenn dann eher in Glitzer-Edition, also wo komplett die ganze Palette nur aus Glitzer besteht. Weil die lieben es einfach, Glitzer zu tragen. Aber dagegen habe ich nichts, weil ich trage eigentlich sowas auch nie. Ja, ich mag eher solche Alltagsfarben. Vor allem in Pink, aber ich dachte mir, ich probiere jetzt mal mehr so Orange-Braun-Töne aus, aber ich liebe auch das Glitzer dort. Da habe ich mir jetzt verschiedene mitgenommen, von verschiedenen Marken. Ist aber auch teilweise eher Made in Korea, meine ich. Dann habe ich mir so einen She Glam Blush geholt. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen. Den kann man sich so rauftupfen. Voll nice. Der war fast überall ausverkauft. Ich hatte noch Glück gehabt, den zu finden. Auf jeden Fall ist das in der Farbe Love Cake. Diese Mascara hier in der Waterproof Edition und in der anderen Variante ohne Waterproof. Genauso auch wie diese Liquid Eyeliner sind super beliebt. Und die benutze ich auch nur noch. Dann habe ich mir noch solche Lash Jelly Drops geholt. Ich meine, das ist so ein Serum, damit deine Wimpern auch besser wachsen und so. Also ich muss mich da nochmal schlau lesen, Leute. Aber ich habe gehört, dass es sehr gut sein soll. Darüber haben irgendwie super viele geschwärmt. Das ist von dieser Majolica Majorca Marke. Und davon habe ich mir auch nochmal eine in so einer weißen Edition mitgenommen. Keine Ahnung, wo da der Unterschied ist, aber ich probiere es mal gerne aus. Dann von Nivea, total random, gibt es diese Lippenstifte. Also das ist so eine Mischung aus Lippenstift und Labello, kann man sagen. Das gibt so einen richtig schönen Glanz und sieht so nice aus auf den Lippen. Ist richtig alltagstauglich. Und zu guter Letzt habe ich mir von dieser Marke Lily by Red noch so ein Highlighter geholt in so einer Herzform. Voll schön. Keine Ahnung, ob der gut ist, aber das habe ich auch öfters mal auf Bildern gesehen. Und ja, Leute, das waren alle Produkte. Wenn ihr wollt, dass ich das Ganze mal in einem Video noch teste
mit euch. Also zumindest das, was ich noch nicht getestet habe. Oder wenn ihr nochmal genauer meine Meinung dazu hören wollt, dann schreibt mal jetzt gerne in die Kommentare, Becky, teste die Produkte. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video.